Man, thank you so much for your time, Davey. Check out his podcast. Ja, auch nicht schlecht. Da haben wir noch das Interview von irgendjemandem gerade noch mitbekommen. Die haben da scheinbar noch was interviewt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück bei der ESL Pro League in dem großen Finale von Nordamerika. Dieses Jahr in Season 11 wurde das aufgeteilt in EU und NA aufgrund der Corona-Krise. Deswegen haben wir hier jetzt eine aufgeteilte Finalpartie nochmal für die Jungs aus Nordamerika. Und das heißt in dem Fall jetzt aber auch nichts Schlechtes, denn somit haben wir zwei große Finals, was ja auch cool ist. Bei der ESL Pro League. Das erste hat gerade Fnatic für sich entschieden, 3-2 gegen Mousesports, und das zweite ist in vollem Gange, aber Team Liquid führt mit 2-0, und das heißt, jede dieser nächsten drei Maps könnte potenziell das Ende sein, und dann würde Team Liquid 90.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen, 75.000 aus dem Prize Pool und 15.000 fürs Gewinnen von drei Matches in der Gruppenphase. Oh, Twist macht die ersten zwei, Nitro, oh ja, geht gut ins Gesicht rein, jetzt nochmal einen mehr, wäre cool gewesen, aber Ethan und Tarek, auch die können halt zurückschießen. Stewie 2K jetzt an der Smoke-Kante, schöne Flash nochmal rausgeholt, Stewie rechnet glaube ich nicht damit, dass er gepusht wurde, aber man rechnet auch nicht damit, dass Stewie da ist, oh, der dreht sich um, aber Tarek kann rechtzeitig reagieren, nimmt den Frag raus und die Evil Geniuses machen hier das 1-0, wichtige erste Runde für EG. Weil das ist jetzt ihr Signature-Pick. Das ist jetzt Vertigo mit 75%iger Wahrscheinlichkeit im Win-Rating der letzten drei Monate. Müssen sie hier zumindest diesen Pick jetzt für sich entscheiden, um weiter im Rennen zu bleiben. Danach kommt Nuke, auch eine Map, auf der es immer knapp war zwischen den beiden. Und die letzte ist dann Inferno. Also das gesamte Paket, auch über die letzten Best-of-Threes, wieder ausgepackt. Vertigo, der einzige neue Pick, der wurde von Liquid immer gebannt in den Best-of-Three-Rotationen. Aber so haben wir hier jetzt komplett auch alle drei Maps, die in den letzten beiden Best of Threes gespielt wurde. Das 2, Nuke und Inferno. Aber wäre schon sehr, sehr schade, muss man ehrlich sagen, wenn das jetzt hier ein schnelles 3-0 wird von Team Liquid. Würde dem Ganzen nicht gerecht werden, was die Evil Geniuses eigentlich geleistet haben. Auch immer wieder knappe Partien. Aber man muss halt ein Spiel auch closen. Counter-Strike besteht halt nicht aus 13 Runden, sondern aus 16, die du gewinnen musst. Und deswegen, klar, wenn es ein 3-0 wird, verdient der Sieger dann Liquid. Trotzdem wünsche ich mir für die Evil Geniuses zumindest eine Map. Und Stewie, ja, gibt alles. Versucht nochmal einen mehr rauszuholen, aber das sieht schon sehr gut aus für die Evil Geniuses. Und dann schleicht er mit dem Fokus in die falsche Richtung. Und das bedeutet, das 2-0 ist schon mal safe. Da sehen wir Breeze. Mit dem Highlight der Runde für sich selber. Nächste Runde für Liquid sowieso nicht wirklich aussagekräftig, beziehungsweise nicht wirklich machbar. Also da hat man jetzt nur OSPs und die einzige Investition beim gesamten Team ist eine Flashbang für Stewie 2K. Mal schauen, wo der goldene Eimer hinfliegt. Ja, wenn da der Rush jetzt zu groß noch anbekommt, könnte es halt insane sein, aber der Push kommt auf B. Sehr, sehr sauber gespielt von EG. Dass man da jetzt sagt, komm, die haben eh eine Eco, wir versuchen jetzt mal den B-Spot anzuspielen, den man sonst normalerweise eher meidet. Zumindest bei den meisten Teams ist der A-Spot deutlich das favorisierte Play, deutlich der Fokus. Und Breeze macht hier weiter. 1-2, fast den dritten und dann ist Ethan da. Mal gucken, wer hier das Best Play bekommt. Wahrscheinlich Breeze nochmal. Jawohl, sehr gut. 300 Damage in Runde 3. Perfekte Dreier. Den Triple Kill alleine umgesetzt und ja, 3-0 damit für die Evil Geniuses. Jetzt in Runde 4 das erste Mal aufgepasst für Team Liquid, weil hier haben wir jetzt ein sehr starkes Setup auch direkt. Doppel-AWP-Setup für Nav und Stewie. Elish, Nitro und Twist mit den M4A4 unterwegs. Und Big hat scheinbar gewonnen, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die haben gegen Spirit gespielt im Home Sweet Home Cup. Wenn das stimmt, was im Chat geschrieben wird, haben sie hier ihr Match geholt. Am Ende 2-1, also Glückwunsch und eine Ratsche von mir an das deutsche Lineup und an das deutsche Team. Freut mich sehr für sie. Und Big seht ihr übrigens auch nächste Woche wieder in der ESL-Meisterschaft. Dürft ihr auch gerne einschalten. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 19 Uhr auf twitch.tv/99damage. Also, sehr gerne da auch mal ein Follow da lassen und einschalten. Das Ganze kommentiert von mir und Venom im Duocast. Und Twists. Jawohl, kommt da rein.
Er ist komplett blind, leider checkt ihn halt gar niemand. Jetzt macht man da sehr viel Schaden. Tarik versucht dagegen zu arbeiten. Nitro, da ist man ein bisschen sehr wild bei Liquid. Also man nimmt sich da schon viel raus. Trotzdem scheint es zu funktionieren. Also der B-Spot-Go ist schwer. Und die Evil Geniuses versuchen es wieder und wieder. Und Breeze macht er jetzt wieder diese Hero-Round. Macht er wieder sein Impact-Play, um die vierte Runde aufs Konto von EG zu bringen. 35 Sekunden, das würde auch noch reichen, um zur A zu rennen. Dann aber nur laut. Und das bringt ihm nichts, weil dann kann sich eben Stewie2K auf der großen Rampe positionieren, was mit der ABP sogar ein besserer Winkel wäre. Bedeutet, Breeze muss jetzt planten und dann hoffen, dass eben Stewie ihn nicht an der richtigen Position liest. Och, und das Timing, Mann. Er dreht sich gerade weg. Super mies, sehr schade, Mann. Breeze, guter Versuch, trotzdem reicht es nicht. Ja, und Stewie muss ihm jetzt natürlich nochmal ins Gesicht schießen und da nochmal ein bisschen respektlos drüber laufen. Kennen wir ja nicht anders von ihm. Erste Runde für Team Liquid. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber ist halt, keine Ahnung. Ich kommentiere das nicht weiter. 1-0, in dem Falle jetzt in seiner Klatschsituation. Zu 3. Evil Geniuses hat aber trotzdem nochmal weiter Geld, kann nochmal gegenkaufen und jetzt sehen wir hier schon ganz schön viele SGs, also das Update noch nicht live auf diesem Server, deswegen die SGs noch relevant. Viermal die SG jetzt in der Hand der Evil Geniuses, aufwärtige und eine super starke Waffe, aber auch bei den CTs, also es ist auch ein riskanter Buy für die Evil Geniuses, dass man hier so viele SGs kauft. Wenn du eine oder so im Lineup hast, kannst du es immer mal wieder recovern oder sagen, okay, die kriegen wir zerstört, beziehungsweise versuchen ihn halt so zu positionieren, dass er sie nicht verliert. Wenn du vier SGs im Lineup hast, passiert es schon schnell mal, dass ein, zwei da auf Seiten der CTs rutscht. Und das kann dir am Ende auch negativ dann zugute schlagen. Deswegen auch ein Team wie zum Beispiel Astralis, die sagen, okay, SG ist so eine gute Waffe, aber wir kaufen die gar nicht auf der T-Seite. Wir lassen sie einfach aus, weil wir nicht wollen, dass die CTs sie bekommen. Und ja, das auch mit gutem Grund. Jetzt natürlich der Nerf rausgekommen. Also ab dem nächsten großen Turnier wird die SG wahrscheinlich deutlich an Relevanz verlieren. Tarik wieder nach vorne, möchte wieder so ein bisschen diesen B-Pretend geben und da so zu tun, als ob man den B-Spot schnell anspielt, gibt sich aber trotzdem noch viel Zeit und jetzt kommt der Zugriff, Twist wird schön rausgeflasht, kann da den Minischlitz nicht setzen, Nerv aber mit zwei Frags durch einen sauber gespielten Molotow, da kann man nicht rein, das wird sehr schwer, Breeze nochmal erfolgreich, aber Elish wird geboostet und das ist ein sauberer Boost, da ist die Bombe rausgedroppt und jetzt hat man keine Zeit mehr, auch wenn Breeze hier noch alle umschießt, die auf dem Spot stehen, Stewie ist weit genug weg und dann kann man nicht mehr planten, also die Runde war so oder so erledigt, Team Liquid mit dem 2-3, nächsten Fullbite, den man anbringen kann, jetzt bin ich gespannt, ob die Evil Geniuses reinforcen. Ethan, Stanislaw und Breeze können kaufen und man macht den Force. Also die drei kaufen die AKs, alle anderen gehen auf SMG, beziehungsweise vielleicht sogar nur Pistol, um viele Granaten kaufen zu können. Neff steht da auch an einem schönen Winkel und wenn er fällt, kann Elish nachziehen. Team Liquid ist da auch gut vorbereitet. Neff darf nicht zu weit nach vorne gehen und der ist direkt da für den ersten. Elish zieht rein. Nochmal der Double Peak. Die beiden spielen das super schön aus. Schöne Kommunikation auch. Da sehen wir natürlich, dass wir uns hier auf dem besten und höchsten Niveau internationalen Counter-Strikes bewegen. Und der hat schon nochmal zurückgezogen. Jetzt will man gar nicht mehr so offensiv gehen. Muss man auch nicht mehr. 5 gegen 3 ist ein schöner Vorteil für Team Liquid. Und Stewie steht auch gegen Todesgang in dem schönen Winkel. Stanislaw kriegt jetzt die Flash. Und nochmal eine Smoke und Zerg pusht gleichzeitig über die lange Rampe. Stewie schießt daneben, hüpft runter. Bleibt dann defensiv
Aber trotzdem reicht es aus, dass man da genug Zeit rausholt, um den Bombplan durchzubringen. Und auch der Bang geht leider nicht drauf von Stewie. Jetzt das Köpfchen und Stanislaw macht hier Stewie 2K erstmal weg. Gibt ihm da ein sauberes Brett mit. Trotzdem noch die Überzahl. Team Liquid immer wieder mit diesen Retakes auch brandgefährlich. Stanislaw und Cirque müssen aufpassen, dass es ihnen irgendwie nicht aus der Hand leitet vom Spot aus. Und dann ist es aber Nitro, der einfach mal an die Fuse Circle reinziehen. Das schafft er nicht, Ethan. One on four. Ersten kriegt er, zweiten kriegt er dann nochmal gegen die Fuse. Aber es reicht nicht aus. Da sind die 30 Schuss der AK-47. Einfach zu wenig. Und die Mannüberzahl wird genutzt von Team Liquid. Sauberer Retake. Und damit die dritte Runde für das Pferdchen-Team Elysia. Nochmal mit den Highlights. Auch der Impact-Player der Runde für Team Liquid hat es da mit Nerv zusammen super gespielt. Und den letzten Frag macht er. Damit also auch hier die Runde so ein bisschen auf seinen Schultern gelastet. Boah, und Stewie wieder mit dem ersten Peak. Ist da sehr offensiv gewesen dieses Mal. Macht auch wirklich den Peak ganz offen und versucht da direkt einen Vorteil rauszuholen. Es ist auch in der Runde jetzt eher schwierig für die Evil Geniuses darauf zu reagieren, nachdem man alle drei Full- und Force-By-Runden jetzt, die kamen gerade, am Stück verloren hat, ist das Geld dann halt doch mal zerstört. Nochmal eine schöne HE-Granate gegen Stannis und Tarik. Wild Priest und Stanislaw machen jeweils die Frag Snap. Zusammen mit Nitro aber nochmal erfolgreich. Letzter Frag wäre über die Rampe gekommen. Und jetzt ist es Priest! Um Himmels Willen, wie haut ihr denn da die Shots durch? Und Twists hat man gehört. Twists hat man gehört. 50-50 Timing links, rechts. Oh, Priest macht einen vierten. Ach, leck mich doch am Arsch. Was war das denn für eine Runde von Priest? Alter, hat der Team Liquid da gerade aus dem Leben geschossen. Oh, bitte gib mir ein Replay von diesen Brettern. 1, 2, 3 und 4. Leckst du mich? Das ist ja... Das war sehr schmackhaft. Deagle gegen den Fullby. Und Breeze macht einfach alle 4. Und holt sich die Runde für die Evil Geniuses. Damit bleibt der Vorteil sogar bei EG. Tarik nochmal mit einem weiteren Headshot. Also, macht da guten Damage. Also wirklich, so vulgär war das jetzt auch wieder nicht. Außerdem ist es sauspät, es ist 1 Uhr nachts. Alle unter 16 sollten lange schlafen. Da ist es doch, wir sind da unter uns. Außerdem habe ich es nicht ausgesprochen. Vielleicht sollt ihr mich ja auch am Ellenbogen lecken oder so. Tja, hab ja noch nichts Vulgäres gesagt. Schauen wir mal. Vielleicht macht Breeze nochmal ein Ace dann mit der Deagle. Dann kommt das vielleicht, das letzte Wort. Er braucht mit 13, RIP. Naja gut, momentan ja keine Schule bei vielen oder bei den meisten oder bei allen. Ich habe keine Ahnung, wer wann, wie, wo genau Schule hat jetzt. Aber da wird ja auch vieles noch ausfallen. Na dann, gute Nacht. Warum sind denn hier alle so jung? Ist ja Wahnsinn. Ich freue mich, dass so viele Junge da sind, aber es ist 1 Uhr, Freunde. Schlafrhythmus RIP. Ja, Breeze, nächsten Frack, aber die Runde ist klar. Evil Genius, das macht sie. Oh, das sieht sauber aus. Breeze mit dem nächsten Multikill. Wieder ein 3K. Also Breeze rastet gerade ein bisschen aus. 8 Runden, 15 Fracks, fast eine 200er ADR. Sogar genau eine 200er ADR. Durch den Assist und den Schaden, den er noch macht. Sagt der, der lange wach geblieben ist gestern. Ja, ich habe sowieso seit Tagen keinen Schlafrhythmus mehr. Also Valorant hat meinen Schlafrhythmus komplett zerstört. Also ich stehe auf, wenn es dunkel wird und schlafe ein, wenn es hell wird. Das ist komplett verrückt.
Aber trotzdem ist ja alles schön. Außerdem kommt mir das jetzt zugute, dass ich vollkommen wach bin um 1 Uhr nachts, um hier das Finale zu casten. Also hat sich gelohnt. Valorant hat mir hier volle Energie beschert. Da freut man sich doch. Und ja, gucken wir doch mal, ob Team Liquid hier jetzt in der Fullbuy bzw. in der Forcebuy-Runde die vierte aufs Konto bringt oder ob EG hier weiter nach vorne zieht. Es ist der eigene Map-Pick, den muss man jetzt holen. Schöner Boost von Tarik. Twist hätte ihn da fast rausnehmen können. Hat aber nicht geklappt. Nerv nochmal mit einem kleinen Schlitz. Und er macht so viel Schaden. Ist das mies. Und er macht sogar Flash noch den zweiten Elish mit dem Spraydown. Oh, die sind so gut aufgestellt für B. Man ist sich einfach mittlerweile sowas von bewusst, was EG macht. Konnte den A-Spot komplett ausschließen. Und dann ist man halt zu viert auf dem B-Spot. Keine Chance für die Evil Geniuses, da durchzukommen. Schöne Runde von Team Liquid. 4 zu 5 damit jetzt. So, während das hier jetzt das Replay läuft, mache ich mal einen Stroppel auf. Nachdem hier gerade ja recht viele im Chat sind. Team Liquid oder Evil Geniuses auf Vertigo? Fragezeichen. Also, kriegt jetzt hier gleich eine Abstimmung im Chat, einfach über euer Chatfenster. Einmal auf diesen Haken drücken und dann dürft ihr euch aussuchen, ob Team Liquid oder Evil Geniuses. In 3 Minuten wissen wir mehr, was der Chat denn so sagt. Wer glaubt ihr, gewinnt das Ding? Wird's ein 3-0 für Liquid oder macht EG die erste Map klar? Ich denke, es wird eine super spannende Sache. Und ich bin wirklich super zwiegespalten. EG ist stark auf Vertigo. Liquid kann die Map aber auch gut. Man hat bisher eine gute Dominanz gezeigt. Ich glaube, es wird eine Overtime und Liquid gewinnt dann 19 zu 17. Das ist mein Call. Aber es wird mich auch nicht wundern, wenn die Evil Geniuses das holen. Und der lässt nochmal richtig viel Zeit verstreichen. Super smart gespielt von Nev. Also auch da ist eigentlich schon alles erledigt. Ethan nochmal mit einer SG im 1 gegen 3. Das ist machbar, aber so nicht. Elish mit dem letzten Frag. Ja, und damit Liquid auf dem 5 zu 5. Sind direkt wieder dran. Spielen hier mit auf Vertigo und machen das Ganze eng und gefährlich für die Evil Geniuses. Und ich bin mir so sicher, dass in deren Köpfen echt die ganze Zeit dieses 2-0 gerade hängt. Weil das ist halt die über allem schwebende, das über allem schwebende Damaskus-Schwert. Ne, Damokles, nicht Damaskus, Damokles. Ich bin schon komplett von Counter-Strike-Skins verblödet. Das Damokles-Schwert und ja, eine Map ist weg. Und dann war's das. Dann ist das Finale erledigt und die G hat lange gekämpft, aber es nicht geschafft. Man braucht jetzt jede Map. Schön von Nev, also die Runde ist sowieso erledigt. Da wird nicht mehr viel passieren. Was für ein Ding, Manske, ich erleuchte dich jetzt mal. Damoklesschwert, Substantiv Neutrum, deutlich erkennbare vorhandene Gefahr, von der jemand jeden Augenblick der Vernichtung oder einer Vernichtung des Gegenwärtigen zur Abhängigkeit muss. Bedeutet übersetzt, Damoklesschwert, beziehungsweise eben die Metapher vom Damoklesschwert, heißt nichts anderes als, wenn Evil Geniuses die irgendeine Map jetzt von den nächsten drei verliert, dann klatscht es. Dann ist vorbei. Dann sind sie vernichtet, wie es so steht auf Google. Alter, du Nerd, ich hab das gegoogelt, Mann! Also, ob ich dir das jetzt so vorlesen könnte. Einfach auf Google Damoklesschwert eingeben, dann steht das 1:1 so da. Ist einfach eine schöne Metapher. Und damit gehen wir in die nächste Runde. 6 zu 5. Team Liquid holt sich jetzt so langsam sogar die Vorteile auf der CT-Seite. Bedeutet also, man kommt hier wieder in eine gute Position. EG findet zumindest hier jetzt mal die Überzahl. Gute Versuche auch reinzukommen. Der Plant ist da von EG. Das ist ein Retake, den du nicht angehst, normalerweise. Also da schaffst du auch nicht mehr als vielleicht noch Exit Frags. Elish und Nev wissen das natürlich, bleiben da jetzt auch defensiv, werden in der nächsten Runde nochmal einen Fullbuy setzen. Team Liquid hat dafür ja genug Geld.
Und die Evil Geniuses holen sich zumindest da jetzt nochmal den Ausgleich zum 6:6. Und Schilling Place, es geht um den Sieg, um Ruhm, Ehre, einen wunderschönen Pokal und 90.000 US-Dollar für den Sieger. So, und weil so blöd die Frage kam, wer ist Damokles? Ich weiß das natürlich nicht alles, also Entschuldigung. Ich benutze hier nur Metaphern, um intelligent zu wirken. Das heißt nicht, dass ich es bin. Damokles war der Legende nach ein Günstling des Tyrannen Dionysius, dem ersten oder dem zweiten, ist man sich scheinbar nicht sicher, von Syrakus in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus. Die Anekdote vom Damoklesschwert ist aus Ciceros Tusculanae Disputationes 5,61 überliefert. Alles andere dazu, wikipedia.org/Damokles. Viel Spaß, Freunde. Ja, und Manske kopiert einfach aus Wikipedia und postet hier rein. Weißt du, Manske sitzt hier im Chat. Bin ich wieder intelligent, hä? Stark, Mann. Ist das stark. Hast du das erst im Lateinunterricht? Ich hab sogar das große Latinum, aber Damokles hatten wir nicht. Also zumindest kommt es mir nicht bekannt vor. Vielleicht war ich da gerade Kreide holen, ich weiß es nicht. Aber zumindest kam es mir nicht bekannt vor in meiner Erinnerung an den Lateinunterricht im Gymnasium. Aber ich weiß es nicht. Ja, Manske ist sowieso klug, das wissen wir doch. Außerdem hat er die schönsten Emotes von allen. Nein, ich mag die Emotes. Ich weiß immer noch nicht, was das darstellen soll. Ich glaube, es ist eine Hummel oder so, aber ich finde sie süß. Ich werde gleich verprügelt. Wahrscheinlich ist es irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Ja, die Runde war sehr deutlich, auch wenn Tarek hier nochmal Gas gibt. Und damit Twist, der da erstmal reinschießt und die siebte Runde für Team Liquid holt. Eine Biene ist das. Ich hab gesagt Biene oder Hummel. Also so schlecht war ich jetzt nicht. So schlecht war ich wirklich nicht. Vote-Ergebnis. Stimmt, den Vote hatten wir auch noch. Warte mal hier. View Results. Was habt ihr denn gesagt? Liquid gewinnt mit 55% Wahrscheinlichkeit laut dem Chat hier bei 99 Damage. 71 von euch sagen, Liquid holt das Ding. Nur 58, also 45% sagen, die Evil Geniuses holen sich das Ding. Bin ich ja mal sehr gespannt. Nennt ihr uns einfach dick. Habe ich nie gesagt. Das ist, Hummeln sind süß. Hummeln sind flauschig. Die haben einfach nur viel Fell. Oder viel Haare. Hast du einen Beruf oder ist das mein Beruf? Das ist mein Beruf. Also, ja, das ist mein Beruf. Bin Vollzeit angestellt bei Freaks 4U Gaming als Kommentator und Stagehost. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe euch auch. Wem es nicht gefällt, der muss halt umschalten. Aber ich denke, die meisten von euch sind ganz zufrieden. Und werden mich nicht mit Fackeln aus der Stadt jagen. Was mich freut, studierst du nebenbei? Ja, an der Hochschule für angewandtes Management hier. In Berlin, also quasi als Teilzeitstudium neben dem Job. Weil das halt ein Vollzeitjob ist. 40 Stunden die Woche ist schwierig, dann auch komplett zu studieren, aber mit der Unterstützung meiner Freundin schaffe ich das, die hilft mir da sehr. Und mit der Unterstützung von ein bisschen Headshots macht Evil Genius es vielleicht sogar den Force by Ready, aber der ist ganz schwer. Ein paar TZs und Glocks wird das eher schwierig. Stewie 2K jetzt mit dem ersten Kontakt auch aus der Rampe raus. Ah, und Nitro hat da den ersten Kontakt gesetzt. Zumindest den Bombplant, auch wenn der Molotov schön gesetzt ist von Stewie 2K. Das ist ein Standard-Molly. Immer hinter der Backside, einfach da die Flammen draufhauen, auch für euer Matchmaking gut. Einfach den Molo lernen. Wenn ihr hört, dass der Bombplant kommt, dann einfach durchziehen und Stanislaw, Alter, der ist ja komplett wild. Macht da nochmal 2 mit der CZ. 3 gegen 3 Situation, aber Stewie und Elie standen doch zu stark. Schade drum. Schöner Versuch nochmal. Cirque zieht sich zurück. Save da vielleicht nochmal eine Waffe, wenn er einen im Exit bekommt. Die Runde ist aber bei Team Liquid und das bedeutet, die Halbzeit gehört den Pferden. Jawohl, ja. T-Eisherz, es geht mir sehr gut. Wie geht's euch so? Was mit der Esel One Cologne passiert, weiß keiner. Dazu gibt's noch keine offizielle Stellungnahme. Ich hoffe, sie findet statt. Das würde mich so freuen.
Würde mich wirklich so freuen. Und Stanislaw. Oh, da pusht man rum. Schöner Headshot gegen Elish. Kommt da nochmal einen mehr. Komm, wenigstens 7. Runde. 8-7 wäre absolut okay für EG. Das wäre absolut in Ordnung. Das würde dem Spiel hier auch wirklich sehr gut tun. Ja, klar, man glaubt nicht dran, dass sie stattfindet. Es ist halt doch recht frisch dann im Juni. Im Juli. Aber ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. Ich würde sie echt gerne. Das ist einfach das geilste E-Sport-Event des Jahres. Und ich liebe es dort in der Langsess Arena. Aber klar, es ist halt momentan zumindest nicht machbar in der aktuellen Situation. Und Neff, oh, Zerg, haut den Headshot da durch. Und jetzt ist es Twists im 1 gegen 4. Die Runde wird erledigt sein. Die Evil Geniuses werden sich hier das 7 zu 8 holen. Schöne Halbzeit. Kommt das öfter im TV auf Pro 7? Kommt das immer mal wieder? RAN eSports wird da übertragen. Gehostet von Knochen, einem sehr guten Kollegen von mir, der auch 99 Damage gegründet und aufgebaut hat. Also eine Legende des deutschen Counter-Strike eSports. Also könnt ihr auch mal reinschauen. Und so auch Pro7 Max, glaube ich, laufen meistens auch Finalspiele der Intel Extreme Masters. Also immer mal wieder gerne auch im TV E-Sport zu verfolgen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. 2 bis 3 Minuten. Bis gleich, Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zur ESL Pro League. Und wenn der nächste Kollege hier in der History dieses PCs nachschaut, wird er sich wundern, warum ich diese Nummer gegoogelt habe. Wird draufklicken und sehen, dass man da wirklich auf Leute kommt, die ihre Köpfe in den Kühlschrank stecken. Wenn ihr also zu Hause gerade irgendwie Langeweile habt, wegen der Quarantäne nichts zu tun, dann steckt doch euren Kopf in den Kühlschrank, lasst ein Bild davon machen und postet es bei Google. Ist doch schön, kann man mal tun. Vielen Dank für diese Insights, Manskim. Wirklich sehr interessant.
Und ja, damit herzlich willkommen. Match ist noch gepaust. Ich hoffe, es geht bald weiter. Jawohl, man muss es nur beschreien, dann sind wir da, 20 Sekunden. Und ich hoffe, ihr seid ready und habt Bock. Liquid, die könnten jetzt tatsächlich hier das Ding hier beenden. Wenn man Vertigo für sich entscheidet, dann ist es ein 3-0. Also ein theoretisches 3-0. Ja, das wäre schon krass, muss ich sagen. 3-0 gegen die Evil Geniuses. Aber klar. Auch gestern, oder bevor, nee, wann war es? Ach, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das Upper Bracket Finale war zwischen Liquid und DG. Da hat man auch 2-0 schon gewonnen, dann wäre es insgesamt also in den letzten Wochen ein 5-0 für Team Liquid. Und dann kann man sagen, Team Liquid einfach das beste amerikanische Team momentan im Jahr 2020. Noch ist es nicht so weit, noch kämpft man dagegen an. Evil Geniuses auf dem eigenen Map-Pick möchte natürlich alles geben, möchte hier nochmal mitspielen und zumindest auf die nächste Map noch kommen. Das wäre Nuke, der Pick von Team Liquid. War am Freitag, okay, also ich wollte gerade sagen übergestern, aber vorgestern ist das dann gewesen. Einfach übergestern. No, Ethan, nochmal mit den Pistols nach vorne und er hat ein gutes Timing. Er müsste Elish, oh nein, jetzt dreht er sich in der Sekunde weg, ist das gemein. Elish direkt mit dem Headshot und Breeze jetzt im 1 gegen 3. Das ist eine Pistolrunde, die du holen willst bei den Evil Geniuses. Sehr ungünstig, wenn man da jetzt hier den Zähler auch verliert. Und Breeze, das ist ein super hartes 1 gegen 3. Also da muss er schon ganz schön ins Gesicht geben. Und Elish, wie hat er den denn gesehen, Mann? Oh, in der Smoke, aber da war die Kante scheinbar zu tief. Und dann haut es hier direkt die Pistolrunde durch. Elish mit 4 Kills in dieser Pistolrunde. 389 Damage. Und jetzt sehen wir es nochmal, was er da alles rausgeholt hat. LOL. Okay. Kann man mal so machen, wenn man das möchte. Das war krass von Elish. Starke Pistole und damit die 9. Runde für Team Liquid. Oh, und Evil Geniuses entscheidet sich wirklich auch dafür, hier zu forcen. Finde ich sehr interessant. Hätte man jetzt auch komplett sparen können, weil man nicht mal eine Scout kaufen kann. Aber die Evil Geniuses sagen, nein, wir forcen, wir gewinnen die Runde und hauen das Ganze zurück. Ich sagte der Runde immer, High Risk, High Reward. Wenn du die Runde holst, ist Team Liquid gebrochen, muss selber Doppelspar und dann kannst du sie überholen. Wenn du die Runde nicht holst, hat Team Liquid theoretisch 11 Runden auf dem Konto. Was dann bei einem 11-7 mit dem Rücken zur Wand schon ein Standing ist, auf dem du erstmal auch mental durchkommen musst und sagen musst, komm jetzt, alles geben, es ist machbar. Die Map Retail zurückholen, dann die nächsten beiden Maps gewinnen. Das ist halt echt schwer, so ein Reverse Sweep. Ist eine harte Sache. Stewie und Elish finden wieder die ersten. Twist ist komplett weiß, Mann. Sein Bildschirm gerade explodiert. Aber Elish macht dafür 2 wieder. Ja, und Breeze steht auf dem völlig falschen Spot. Also kann er machen, was er will. Das wird wohl schwierig. Vielleicht kriegt er noch einen Exit-Track. Und irgendwas hängt mir gerade im Hals. Ich werde mich kurz muten und diese 30 Sekunden noch nutzen, um hier etwas zu trinken, bevor ich ersticke. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. Habe ich das Big-Spiel gesehen? Ein bisschen. Das so, solange ich noch nicht gecastet habe, habe ich ein bisschen reingeguckt. Aber ich muss ehrlich nicht sagen, ich muss ehrlich sein, nicht viel. Aber ich habe gehört, dass sie gewonnen haben. Das freut mich. Ich bin übrigens wieder da. Bin nicht erstickt. Trinken, um nicht zu ersticken, würde ja eher atmen versuchen. Also ehrlich, Manske, du bist einfach geil. Also deine Sprüche im Chat sind so Legende ab und zu. Ich finde dich toll. Bitte sei öfter da. Große Liebe jetzt mal an Manske an der Stelle. So, Nav mit dem Triple Kill. Gönnt sich auf jeden Fall mit der SMG. Die Gelddruckmaschine mit der Bohrmaschine gleich einfach verbunden.
Erstmal von LP Senk ausgebucht werden. Das ist gemein. Das ist gemein. Habe ich hier auch so tolle Emotes? Ich weiß nicht, der ESL-Kanal hat ja keine Emotes. Was habe ich denn hier so Schönes? Kann ich irgendwas zurück-emoten? Was zum Teufel ist das denn? Was ist das? Sieht aus wie ein unförmiger, was weiß ich, Fleischball mit Gesicht. Chat, erklärt mir mal, was das ist, was ich da gerade gepostet habe. Währenddessen schauen wir uns mal die Fullball-Runde an. Also Evil Geniuses, die müssen die holen jetzt. Die müssen die jetzt wirklich holen, weil sonst ist hier komplett zappenduster. Sonst könnte es ganz schön eng werden. Der ganze Chat, what the fuck, was ist das? Keiner weiß, was es darstellen soll. Ich poste es mal öfter. Ja, ein Hype-Train-Emote habe ich gelesen, aber was es darstellen soll, frage ich mich. Der Fuß hat Rollen und macht Daumen, what the fuck. Uiuiui. Eine langsame Runde bisher. Aufbau sehr, sehr gemächlich von Team Liquid. Große Rampe wird jetzt angespielt. Und die Leash steht da auch von hinten wirklich hinterher. Also das ist zeitlich schon ein Problem jetzt, wenn man Team Liquid sieht, wie sie hier Stück für Stück ihre Räume aufbauen. Ist das schon sehr, sehr sauber. Und die Evil Geniuses müssen schon noch eine Schippe drauflegen. Die müssen echt nochmal einen Step drüber gehen, um Team Liquid hier heute zu schlagen. Breeze mit dem ersten Frag, der war super wichtig. Aber jetzt wird man sich wahrscheinlich nochmal neu orientieren, nochmal neu aufbauen. Molotov für die Backs, die geht aber nicht auf. Kann also da einen Spot mehr verteidigen. Aber Twist einfach mit dem Push. Die McTender super eingesetzt. Tarik bleibt in der Smoke, hofft da auf ein besseres Timing. Push da jetzt raus. Ersten kriegt er aber nicht den Bombplatter. Und dann ist es Nefly mit zwei weiteren Frags. Zwei gegen zwei Situationen. Jetzt nochmal der Fight, aber von Stanislaw wird reingehalten. Headshot geht nicht rein und Zerg beendet die Runde. Bulgare macht es am Ende. Evil Geniuses, achte Runde. Dafür gibt's eine Ratsche, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Berlin Night TV hat das gleiche Emote, aber dieses Mal furzt es oder so. Ich weiß nicht. Es tut irgendwas. Ich habe noch einen Zug, einen Vogel und was anderes mit Schwanz. Hier. Das habe ich noch. Damit nächste Runde gestartet. Einen wunderschönen guten Morgen. Mipu, Alter. Grüße gehen raus. 1.22 Uhr und der Wecker klingelt. Das freut mich doch, hä? Machst du heute Frühschicht, Mipu? Ist doch schön. Ah, schöner Shot dann nochmal von Sui, aber der kommt nicht dazwischen. Stanislaw macht den Frag, Elish. Aber direkt mit dem Refrag. Also 4 gegen 4 Situation. Evil Genius ist trotzdem natürlich eine knappe Runde gewesen. Wir sehen das hier am Geld immer wieder. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Die CT-Seite immer sehr anfällig für so Equipment-Probleme. Tarik zum Beispiel schon nur auf einer Farm. Hat nur $200 übrig. Und der Molotow gegen die Betonsäcke war natürlich das Ausschlussverfahren. Wo könnte sich EG jetzt noch verstecken? Wo könnten sie verteidigen? Der Aufbau Richtung B hat nicht geklappt. Wechseln den Spot jetzt Richtung A mit der großen Rampe. Backside Smoke und Ethan blockt sie ab. Das war schön gespielt. Damit hat sie ein bisschen eine Gap rechts rum. Also dann fliegt sie nicht komplett durch. Man kann so diesen kleinen Winkel, diese kleine Lücke nutzen. Aber dann kommt einfach die zweite Smoke von Team Liquid. Und die liegt dann. Jetzt sieht man nichts mehr und Nitro, ja, bangt halt durch die Smoke, das ist ein Bangwinkel, den du eingehst, Zerg dafür mit dem Bang, auch nochmal durch die Box erfolgreich, leider nicht den Bombplant aufhalten können dadurch. Jetzt das 3 gegen 3, alle auf der großen Rampe unterwegs, Team Liquid ist in solchen Afterplant-Situationen sehr abgeklärt meistens, lassen sich da nicht vernaschen. Und auch hier wird wieder aufgepasst, Elish hinter den Betonsäcken. Keine Utility mehr übrig. Man muss komplett raw rein aimen. Das reicht nicht. Elish mit dem zweiten, mit dem dritten. Und dann ist es Twist, der den Todesgang hat und die 12. Runde aufs Konto von Team Liquid holt. 12 zu 8 Evil Geniuses. Und da sehen wir, wie weh es tut. Wenn du eine Runde auf der CT-Seite holst, trotzdem alle anderen Runden nur knapp verlieren musst. Ja, und jetzt ist das Geld sofort wieder gebrochen. Schöner Bank dann nochmal von Zerg. Auch ein bisschen glücklich natürlich an der Stelle. Auch das von Twist.
die Runde schon mit vielen Banks und viel Shots dazwischen. Ha, Mipo. Bisschen CS schauen, 12-8 Liquid, also noch 4 Runden in Folge, dann wäre es das erledigt gewesen für heute. Team Liquid bisher wirklich in guter Form. Und auch die Runde sieht wohl unwahrscheinlicher aus für die Evil Geniuses. Hier nur mit den Pistols bewaffnet. Deagle, CZ, P250, immerhin ein bisschen das Weapon Showcase. Nitro gönnt ihn sich dann nochmal. Stewie, Nitro, oh, schöne Frags. Tarek und Ether, die letzten beiden. Gut gemacht, Elish nochmal ein Doppelkill. Also die Ecofrags schmecken natürlich Tarek mit der P250. Alter, Manske wirft einen Schneeball. Es hat heute 26 Grad in Berlin-Spandau gehabt. Wo nimmst denn du Schnee her? Einmal wieder zu viel den Kopf in den Kühlschrank gesteckt. Bisschen das Gefrierfach enteist. Ah, 13. Runde Team Liquid. Und der erste Timeout. Den hätte ich sogar schon früher gesetzt. Ganz ehrlich, bei dem Match hätte ich den echt schon früher eingesetzt mal. Wunderschön. Also immer so ein bisschen die ASMR-Musik. Und damit herzlich willkommen bei der ESL Pro League. Ich hoffe, ihr habt euren Sitz eingenommen, seid angeschnallt und bereit. Hier spricht nämlich der Kapitän zum Abflug in Richtung ESL Pro League Season 11 Sieg für Team Liquid, wenn sie hier die nächste Buy-Round holen können. Und das bedeutet Abfahrt für Evil Geniuses oder, wie man es auch so nennt, Zugriff. Ja, das war mein Kapitänszwilling. Jetzt bin ich gespannt. Das muss jetzt klappen. Also EG darf die Runde nicht verlieren, sonst ist das entschieden. Sonst ist das, sonst hält so weit lehne ich mich mal aus dem 61. Stockwerk und sage, dann ist das entschieden. Oder ein, nee, 51 ist es hier. Da steht's. 51. Stockwerk. Uwe will ein Kind von mir. Das. Nee. So weit kommt's noch. Und Stewie 2K mit den ersten Versuchen da mal ein bisschen was reinzupieken, aber die Mitte wurde noch nie angespielt von Evil Geniuses. Wirklich, das ist ein Spot, den kennen die nicht. Also Mitte wurde noch nie angespielt. Weder in der T-Seite noch jetzt auf der CT-Seite. Stanislaw immer ein bisschen back. Tarek auch nochmal mit der Tür im Blick. Ansonsten ist die Mitte aber einfach nicht auf der Karte. Und jetzt auch hier natürlich die Kontrolle, wenn man immer wieder bekommt für Team Liquid, sehr stark. Darüber kannst du zum einen durchs Window auf B rotieren oder eben durch die Doppeltür, durch diesen Vorraum in Richtung A. Ich weiß nicht, ob der einen Callout hat, dieser Vorraum. Ich nenne ihn einfach Vorraum. Man kann es ja mal versuchen. Ja, ja. Breeze aimt halt genau das ab. Also das ist schon schön gesetupt von den Evil Geniuses. Da hat man auch etwas lange die AWP nicht in der Hand. Die Bombe gerade so nicht runtergedroppt. Und Twist nochmal mit dem Headshot gegen Breeze. Stanislaw bekommt ein bisschen was ab. Stanislaw und Tarek müssen jetzt aber aufpassen. Schöne Frags gegen den Spot. Und das heißt Team Liquid, die Runde schaffen sie nicht. Also Neff darf die Dragonlord saven. Und das bedeutet EG immerhin auf dem 9-13. Sie leben noch. Sie sind noch am Start. Noch hat man die Chance hier, das Ganze umzudrehen. Es wären 3 Maps in Folge. Es wäre der Reverse Sweep und der ist ganz hart. Aber zumindest Vertigo mal mitzunehmen. Zumindest auf die nächste Map zu kommen. Nochmal durchatmen zu können. Und hier jetzt nicht mit einem 3-0 abgefrühstückt zu werden. Wäre schön. Und Stanislaw ist ready. Macht da jetzt einen Offensiv-Peak. Aber die Flashbang sagt nein. AWP wieder gedroppt. Hat da wirklich nur für diesen ersten Peak versucht, die AWP irgendwie zu spielen. Jetzt kriegt sie Zerg wieder zurück. Und wie man ihn so schön getauft hat, den bulgarischen Bulldozer, der darf jetzt hier wieder mit dem
Langenrohr versucht, ein bisschen was aus der Runde zu holen. Ethan pusht sogar den Todesgang. Das sind alles ziemlich offensive Manöver, die Evil Geniuses hier gerade spielen. Ist aber sehr wichtig. Oh, und Elish mit dem Headshot gegen Ethan. Gut gearbeitet von den beiden. Und Stanislaw kann auch nichts mehr machen. Jetzt wird er rausgemollied. Der wird maximal einen holen. Vielleicht einen zweiten im Spraydown. Aber nein, Elish mit dem 3K. Sowas lässt er sich nicht nehmen. Und jetzt ist es die Überzahl für Team Liquid im 4 gegen 2. Nochmal die Flash und die prallt ab. Ist das mies. Ist das mies. Tarek kriegt dadurch den Vorteil. Elish ist aber ready und der ist so heiß in der Runde. 4K jetzt schon von Elish. Der hat 26 Fracks in 23 gespielten Runden. Genauso wie Neff auf das 2. Der auch komplett ausgerastet ist. Und das ist für Breeze ein 1 gegen 3 Klatsch der anderen Sorte. Das wird geldmäßig auch nicht schön in der nächsten Runde. Tarek kann ich richtig kaufen. Breeze und Zerg. Ich kann leider keinen Tab drücken. Wie viel Geld bekommen die jetzt? Ich hab's mir nicht gemerkt. Also entweder 2-4 oder 2-9. Mit 2-4 wird's eng. Mit 2-9 könnte es gehen. Wenn du auf die Farmers zurückgreifst. Trotzdem dann ein Force, bei dem du dir sicher sein musst. Und vor allem bei dem Standing, was Team Liquid gerade hat, ist das halt eine Entscheidung, die ganz, ganz schwer sein wird. Liquid jetzt mit dem 14-9. Ja, da ist er schön auf dem Kopf. Und dann wird er von dem Pop Explode geholt. Oi, 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 oi. Ah, das ist halt mies, Mann. Die Bombe so weit rechts geplantet. Dann kriegt er so viel Schaden von der Bombe und verliert komplett umsonst die Waffe. Das ist halt echt gemein. Das nächste große internationale Turnier von Berliner TV gerade gepostet. Die ESL One Road to Rio, das neue Major-System mit den Play-In-Phasen und den unterschiedlichen Spielern da. Und den unterschiedlichen Teams da freue ich mich wieder auf großes, großes internationales Counter-Strike. Am 22.04. geht's los, ist also gar nicht so lange hin. Ja, und jetzt ist er da, der Timeout, den ich gecallt habe. Die Evil Geniuses müssen jetzt so viel in diese Runde besprechen. Wie möchte man sie ausspielen? Was möchte man kaufen? Wo spielt wer welche Positionen, um Team Liquid hier aus der Runde zu holen? Ein Stack wäre natürlich ein High-Risk-Play, dann könnte man aber so ein bisschen auf die Waffen kollapsen. Oder man spielt den Standardaufbau, aber deutlich zurückgezogener. Deutlich defensiver als auch der letzten Runde, weil da hat Elish einfach zu viel Raum bekommen, hat ein Duell nach dem anderen gefunden. Und Elish ist so ein Spieler, wenn der mal Feuer fängt, dann ist der unstoppable. 26 Kills für Elish, 24 für Neff, der auf das 2, wie gesagt, schon super performt hat. Die beiden gerade so ein bisschen das Steckenpferd für Liquid. Und das heißt, für mich ist das die alles entscheidende Runde jetzt. Auch hier wieder die Evil Geniuses gezwungen, das zu machen. Und sie ignorieren meinen Rat, sie spielen weiter offensiv. Zumindest Ethan, der geht aufs Ganze. Jetzt pusht man sogar nochmal gegen die Rampe. Ist das dreist? Da musst du dir schon sicher sein in deinem Setup. Der Zugriff dauert noch ein bisschen länger. Man lässt sich mehr Zeit. Team Liquid will natürlich auch die Runde so solide wie möglich spielen. Dann könnte man sich schon einen Wahnsinnsvorsprung erarbeiten. Dann könnte man hier wirklich schon so ein bisschen die Vorentscheidung holen für den ESL Pro League Titel. Stanislaw und Ethan sind jetzt wichtig. Ethan, wird man ihn pre-firen? Wird man ihn da expecten, dass er bereits in den Constructions steht? Das ist ein Spot, der sehr unkonventionell ist. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Jetzt das Doppelpeak-Verhalten. Stanislaw wird gerefragt. Ethan kann aber nicht raus. Der ist da drin gefangen. Der muss jetzt gucken, dass er mindestens einen bekommt. Twist rechnet noch nicht damit. Ist jetzt aber da und macht den Headshot. Oh, ist das gemein. Und Elish trifft auch gegen Zerg. Der A-Spot wieder komplett aufgerissen. Elish kann den Todesgang einnehmen. Nochmal zwei weitere komplette Winkel, die du nicht verteidigen kannst. Tarek hat keine Waffe. Und Breeze hat eine Farmers. Ist das gemein. Und Neff mit dem nächsten Frag. Es klatscht aber auch an allen Ecken und Enden gerade für Team Liquid. Was ein Aim-Duell. Und das ist für Breeze auch ein unmöglicher Klatsch. 1 gegen 4 mit 22 HP und der Farmers. Da müsste Team Liquid mit Messer alle auf ihn zulaufen, um den Klatsch nochmal zu holen. Und jetzt sieht es schon ziemlich entschieden aus, muss ich sagen. So gern ich spiele bis zur letzten Sekunde hype und so viel Vertrauen ich in Counter-Strike habe, dass man auch sowas noch zurückholen könnte, ist hier einfach Team Liquid gerade mit dem Momentum und dem besseren Aim und dem besseren Spiel unterwegs. Und das ist übrigens mein, also wenn Liquid das jetzt tatsächlich holt, ist das mein drittes Grand Final in Folge. Mein drittes Best of 5 Grand Final in Folge, was ein 3-0
Klatschen-Game wird. Das erste war Team Liquid gegen Enz. 3-0 Überfahrt, Intel Extreme Master Sydney oder New York, irgendwie sowas. Oder ESL One war es? Ich weiß es gerade nicht. Es war auf jeden Fall Liquid gegen Enz, krasse Überfahrt. Das zweite war jetzt erst vor kurzem, die Intel Extreme Masters Katowice, wo Navi komplett G2 aus dem Leben geböllert hat. Und jetzt wäre es Liquid mit dem 3-0 gegen die Evil Geniuses. Also 3 von 3 Best of 5 Grand Finals, die ich gecastet habe, wurden ein 3-0. Das ist schon krass. Das ist nicht die beste Statistik für mich als Hypecaster, aber gut. Ist doch trotzdem schade. Und jetzt ist es dann in dem Falle Team Liquid, die hier so langsam den Shot in dicht machen. Stanislaw und Easton, die letzten beiden, die es nochmal retten könnten. Machen sie hier nochmal das Wunder klar. Lassen sie hier nochmal irgendwie was rausholen. Ne, jetzt ist es noch Stanislaw. 1 gegen 5. Das wäre das Ace der Geschichte, um das zu holen. Und 2-2K beendet es. Und damit haben wir es erreicht. Team Liquid gewinnt die große ESL Pro Series. Und damit hatte hier die Pro League Season 11 für sich entschieden. Da ist er, der große Pokal. Sie sind die Champions. 90.000 US-Dollar reicher, 75.000 aus dem Main-Pokal und 15.000 durch die drei Siege in der Gruppenphase. Da gab es jeweils 5.000 Prämie. Und Team Liquid ist im nordamerikanischen Duell jetzt wieder an der Spitze und damit auch unangefochtene Nummer 1 gegen die Evil Geniuses.